Talentiert balancierte der Kellner das Wasserglas zum verwaisten Ecktisch. Kurz darauf betrat die Comtessa Giuseppina das heimelige Café, getäfelt in edlem Holz. Er half ihr mit aufgesetzter Sonntagsmiene aus dem modischen Saisonmantel und wünschte ihr, trotz des äußerst bescheidenen Wetters, den schönsten Tag ihres Lebens. Wohl willkommen, Comtessa, auch wenn der Himmel heute trübe ist. Hat Madame eine angenehme Reise? Ich habe mir erlaubt, Madame bereits eine kleine Erfrischung zu kredenzen. Mit Dank. Wohlgleich, dass Sie es sich nicht merken können. Ohne Eiswürfel nehme ich's. Bringen Sie mich auf mein Zimmer. Sehr wohl, Signora. Das Rosenzimmer in der Kaisersuite. Ich präferiere das Balkonzimmer in der 5. Etage, wie Sie wissen. Signora, ein Unglück. Was? Ein Herr. Na, quartieren Sie ihn um. Auf kaiserlichen Amtsstempel wurde das Zimmer für 3 Monate gemietet, Signora. Jetzt machen Sie mich neugierig, Manni. Setzen Sie sich doch. Ich glaube, der Mann ist von der Geheimpolizei. Vor ein paar Tagen ist ein junges Mädchen verschwunden. Die Tochter von Dr. Lieberditsch, die ohnehin als etwas merkwürdig und geistig verwirrt galt. Manche wollen sie nachts gesehen haben, wie sie im Nachthemd, an der Mol, im Mondschein mit Vögeln sprach, als wären sie Menschen. An dem Tag, an dem sie verschwunden sein soll, da war das Wetter besonders miserabel. Es stürmte am Morgen heftig und am Abend kamen heftige Regengüsse dazu, die auf die mannshohen Wellen fielen. Milosch, ein Streuner, so sagt man, will beobachtet haben, wie sie auf der Hafenmauer herumturnte und mit ihren Armen Flügelschläge nachahmte. Das war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Ein paar Tage, vielleicht auch eine gute Woche später, kam ein fremder Mann in die Stadt. Verdächtig elegant, wahrscheinlich aus der Hauptstadt. Er legte ohne viele Worte den Bescheid auf den Tresen und wollte sofort das Balkonzimmer beziehen. Na, was sollte ich also anderes tun, als ihm das angewiesene Zimmer zur Verfügung zu stellen? Diese besonders eiskalte Erfrischung wird mir bestimmt den Hals verderben. Ich bedauere es zutiefst, Signora. Entschuldigen Sie sich nicht ständig wie ein dressierter Hirtenhund. Das ist doch unerträglich. Ingenieur Armeni, Anna zum Gemahl versprochen, besucht den kurärztlichen Hausfreund Hofrat Weiditsch in dessen Wiener Büro. Dieser ist begierig, Neues über die junge Beziehung zu erfahren. Wie steht es nun mit dir und der Kleinen? Im Ringstraßendom gab's den Sanctus. Und? Der Vater ist willig. Und? Ihre Schönheit trügerisch. Aber? Kein Aber. Selbst in ihrer Scheu ist sie makellos. Du bist versessen. Nur kein Freund bügelglatter Verdessen. Stimmt. Atemberaubend ist sie. Und man möchte sich auf sie stürzen, allein um zu überleben. Und? Sie wird mein sein. Nie war dir zuzutrauen, dass du der Auserwählte sein würdest. Lange Junggeselle, hast du dich nach keiner umgedreht. Glaubst du, ich hätte nicht den Herrn angerufen? Ich sah nur die Blüte meines mir lieben Abbazier. Ohne uns wäre es nie so weit gekommen. Dort heilt sich auch die Eisenbahnkrankheit aus. Winterkurort und Seebad. Du hast sie tatsächlich aufgestellt. Siehst du? Und jetzt erntest du. Sie wird mein sein. Es sei dir nicht zu verdenken, aber sieh dich vor. Das Brave ist ein Tier.
Und das Gute hat seinen Preis. Zuerst schwebte noch das der letzten Silbe innewohnende Schweigen. Wie sich der Deckel des Buches schloss, erlosch der Zauber. Ein Regen ging durch die Stühle, zwischen bemüht zurückhaltenden Ovationen. Anna beugte sich lässig über die Theke. Manie packte sie fest am Oberarm. Führ dich hier nicht auf. Dieser antiquierten Schnösel wegen? Sie interessieren sich doch nicht wirklich dafür, was zwischen den Zeilen zu lesen ist. Und nimm dein komisches Gesicht herunter. Als ob es dich interessiert. Du kennst mich noch weniger, als ich dachte. Du hast recht. Ich erkenne dich nicht wieder. So anders, so fremd bist du geworden. Und sehen willst du auch nicht, dass ich es gut mit dir meine. Und was war das mit diesem Maler? Bist du nicht auch mit ihm ins Bett? Und wenn schon, dann ginge es dich überhaupt nichts an. Vielleicht haben die Leute doch recht. Und du bist genau das, was sie sehen. Eine gottverdammte, ungezogene, falsche Dirne. Du hast überhaupt nichts verstanden.